Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautsprecher und ich begrüße euch wieder zu Judgment. Jawohl, und da sind wieder Leute, die wollen auf die Fresse. Oh, das ist diesmal die Matsugane-Familie, die mir ans Leder will. Kein Problem. Das können wir einrichten. So, zack. Und bam. Sehr schön. Oh, da lebt tatsächlich noch einer. Okay, alles gut. So, jetzt geht's aber weiter zu unserem Büro. Zu Kaito. Meine Fresse, was wollt ihr denn hier? Da ist zwei von denen. So, können wir die werfen? Das war nicht, aber egal. So, die sind ein bisschen hartnäckig, ja? Aua, okay. So. Hätten wir das auch geklärt. Habt ihr ein bisschen Geld wenigstens fallen lassen? Nee, auch wieder nicht. Na toll. Na egal. Mit mir kann man es ja machen. So. Endlich. So. Kein Tag vergeht, wo wir nicht 4-5 Schlägereien haben. So. Hallihallo. Schluckt er mal gerade hier vorbei. Jo, modotta no ka? Ah, Lei no Sharuru te geisen ni haitte, Higashi tomo atte hanashishita. Bikou ga bareta no ka? Ya, kocchi kara hanashikaketa. Donna kanji datta? Mazu, ima no Matsugane gumi wa, oyasu-san mo Hamura no kashira wo osae kirete nai. Sore de, Higashi mo kashira no iinari ninaru shika nai. ってことらしい。そうか。ただ、実際話してみて。東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうは見えなかったかな。Wenn Higashi sich wirklich verändert hat, ging das sicher nach dem Einbruch los, für den Kaito-san rausgeworfen wurde, okay? Was wohl aus der Sache geworden ist? Wegen des gestohlenen Geldes, genau. 1 年前、Kaito-san が組を破門にされた時、あ？事務所の金庫から1億、拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった？ Kaito-san は何か聞いてるか？金は東が回収したらしい。例の綾部から聞いた情報によればだ。東がどうやって？さあな。もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。そん時は持ち合わせがなかったんでな。それっきりだ。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。OK。Tender, okay. Wegen Higashi. Kaito-san, Higashi war zensen hatte nicht gehabt, oder? Kyo, hamon sarete irai hisabisa da. Ore to ikiki suriya, aitsu ga kashira ni mei tsukerareru. Meiwaku ni natchimau to omotte na. Sokka. Wegen Hamura. Hamura no kashira ga kono saki dou ugoku ka. またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。
で、次はマジで俺らをやりに来るかもな。そこまでされるような真似したかね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ。あとは何より、頭は俺らのことが嫌いだ。たく、こないだ頭に無罪取ってやったのって俺らだよな。報われないね。Wahrscheinlich. Okay, beenden wir das. Gut, okay. Dann würde ich sagen. Das können wir hier hinhängen. Eine Umgestaltung würde dem Büro auch gut tun. Haben wir jetzt irgendwie noch Gegenstände, wo wir hier draufstellen können? Gegenstände wählen? Ja, den Lachs können wir doch mal draufstellen. Wunderbar, den platzieren wir jetzt 1A Lachs. So, wunderbar. Geh zum Tender, genau. Jetzt machen wir noch die neue drauf. Was war denn das für eine? Die hier, ne? Ne, die hatten wir schon. Hä, warum leuchten wir jetzt so komisch? Tender に行く気か? Ayabe の情報を買うんなら金がかかるぞ。金が足りなきゃその時考えるよ。Weiß nicht, wie viele haben wir denn eigentlich? Was haben wir denn eigentlich an Geld? Ich weiß nicht. Wo sehen wir das jetzt, was wir an Geld haben? Nee, das sind nur die Points. Gegenstände. Da sehen wir auch nichts. Wo sehen wir, was wir an Geld haben? Wir gucken einfach mal. Wenn nicht, müssen wir uns noch Geld dazu verdienen. Mit Fällen. So. Okay, aber erstmal zum Tender. Das ist ja nicht weit von uns. Wir haben zuletzt erst wieder gut Geld ausgegeben, aber eventuell haben wir genug, dass wir ihn bezahlen können. Schauen wir mal. Jetzt brauchen wir einen Kredit. So. Hier ist die Spelunke wieder. So. Reinspaziert. Ach, das ist die, wo mit... Komm rein. この店に悪徳警官が出入りしてるってあのなうちの客にそんなのいないよ人聞きの悪い綾部来てないさっき来るって連絡はあったよ、okay. それよりターボちょうどよかった一つ頼まれてほしい仕事があんだ、okay. 仕事八神探偵事務所カムロ町一と見込んでねん?そう言われると断りづらいな。照れることないよ。俺は本気なんだから。Schleimer. Masuda wusste sich immer schon auszudrücken. どんな仕事?さあね。まだ聞いてないんだ。まあ、依頼人はうちの常連だから間違いはないと思うけど。Okay. Jobanfrage.5000 gibt's, okay. Ich habe vom Chef des Tenders gehört, dass das Detektivbüro Yagami das Beste in Kamurocho sein soll. Kommen Sie zum Hills Garden auf dem Park Boulevard. Okay. Okay. 今から公園前通りのヒルズガーデンってところに行ってくれ。今すぐ?その代わり、綾部さんが来たら連絡してやるから。ただ待ってるより人稼ぎしてきなよ。Ja. Ja, richtig. Ein bisschen Geld können wir auch wahrscheinlich gebrauchen. So, okay. Gehen wir mal wieder raus und dann markieren wir uns direkt die Stelle, wo wir hin müssen. Und zwar ist die hier. So, okay. Auf die andere Seite. Beeilen wir uns wieder. So. Ja, da bin ich mal gespannt.
gespannt, was für ein Auftrag das ist. So, okay. Jetzt sind wir ja schon so gut wie da. Okay. Okay. Und, wo ist er? Hier sollte ich meinen Klienten treffen. Ah! Guck mal da. Ja, Gami, der Detektiv. Sind Sie mein Klient? Ah. Ja, Sie können mich Crow nennen und duzen. Mhm. Diese Maske, gehörst du zu dieser Diebesbande, von der jeder in letzter Zeit redet? Du würdest mich doch nicht verpfeifen, wenn das so wäre, oder? Wir mögen Diebe sein, aber wir stehlen nicht von den Rechtschaffenen, nur von den Bösen. Wie Robin Hood, weißt du? Und weil diese Leute böse sind, ist das kein Verbrechen. Das hat ein Richter zu entscheiden, nicht ich. Also. Wirklich, du bist ja ein richtiger Gutmensch, hätte ich nicht gedacht. Der Barkeeper im Tender hat gesagt, das wäre eine Anfrage von einem Stammkunden. Aber er wusste, dass ich einen Auftrag von einem Dieb ablehnen würde, also hat er mich angelogen, wie skrupellos. Jedenfalls ist mir die Privatsphäre meiner Klienten wichtig, also kannst du in dieser Hinsicht schon mal beruhigt sein. Aber wenn du versuchen willst, mich zu einem Diebstahl zu überreden, lehne ich jetzt schon ab. Okay, das passt gut. Denn alles, was ich will, ist, dass du jemanden für mich findest. Mhm. Jemanden finden? Er nennt sich Chester. Kenne seinen echten Namen nicht. Also ist er... Oh. Ja, er gehört zu uns, habe ihn eine Weile schon nicht mehr erreichen können. Ich glaube, es besteht kein Zweifel mehr daran, dass er vermisst wird. Weißt du, wie er aussieht? Wie sein Name vermuten lässt, trägt er die Maske eines Narren. Oh, wirklich? Ach, guck mal da. Ich weiß genau, wer das ist. Einer von unseren Jungs hat einen Coup in den Sand gesetzt, also mussten wir vor den Bullen weglaufen. Wir konnten nur entkommen, weil Chester sie abgelenkt hat. Hm, hört sich nach einem guten Freund an. Danach ist der Kontakt zu ihm aber abgebrochen. Allerdings ist er viel zu gut, um sich schnappen zu lassen. Und das macht die Funkstelle so ungewöhnlich. Hört sich an, als würdest du ihm sehr vertrauen. Er ist unser Ass im Ärmel. Er ist klug, professionell und wirklich gut. Wenn er also wirklich in Schwierigkeiten steckt, müssen wir diesmal für ihn da sein. Verstehe. Ich zahle 50.000 Yen und keine Sorge, das Geld ist sauber. Mich hat dieser Typ selbst interessiert. Wenn ich den Job annehme, sehe ich ihn vielleicht wieder. Okay. Ah. Na schön, ich nehme den Auftrag an. Das ist der Deal in trockenen Tüchern. Wir erwarten Ergebnisse. Okay. Moment, wie soll ich mit euch in Kontakt treten, wenn ich etwas finde? Komm hier zurück, wenn du etwas herausfindest. Wir lassen jemanden diese Ecke hier bewachen. Wir werden wissen, wenn du zurückkommst, Yagami-san. Verstehe. Also, bis dann. Okay. Und schon sind sie weg. Ich helfe einer berüchtigten Diebesbande dabei, um ihren Kumpel zu finden. Das Leben ist ein reines Abenteuer. Wie soll ich überhaupt anfangen? Ich schätze, er kann nicht schaden. Es kann nicht schaden, sich dort umzusehen, wo ich das letzte Mal getroffen habe. Wenn ich mich recht erinnere, war das das Gebäude hinter der Tenkaichi Street. Los geht's. Alles klar. So, Tenkaichi Street war ganz da. Da war's, genau. So. Yeah. So. Okay, dann sind wir mal gespannt. Das ist ja gar mal schlecht. So. Okay.
wenn wir quasi ihn wieder finden. Was ist denn jetzt los? Komm schon. Ah, okay. So, und tschüss. Shibaraku netokette. Okay. Und weiter geht's im Geschäft. Mal gucken, ob wir ihn finden, ob wir hier ein paar Spuren finden, wo wir ihn aufspüren können. Und so weiter und so fort. So. Ja, mattes Aluminium, das ist schon mal nicht schlecht. So, okay, warte mal. Ah, wir müssen hier hoch. Würde ich mal fast behaupten, oder? Ah ja. Hier hat mir der Dieb geholfen. Scheint aber nichts Ungewöhnliches in sich zu sein. Oh. Moment. Ist er das? Tatsächlich. Das ist er. Ich muss zu ihm kommen, bevor er abhaut. Oh Jesus. Ah. Hey du! Ja? Du bist... Du bist auf der Suche nach gewissen Dieben hier? Ich bin ein großer Fan. Mhm. Was? Sie sind ein Fan? Aha. So ein Milchbubi. Ja, ich bin bekennender Diebe-Experte. Als ich gehört habe, dass sie hier gesichtet wurden, musste ich einfach herkommen und mir den Ort ansehen. Also sind sie nicht selbst Mitglied. Haha, nein. Aber ich sehe so aus, oder? Sie glauben ja nicht, was ich tun musste, um an dieses Ding zu kommen. Ach, okay. Das ist nur ein Fake. Aber warum? Einfach so. Diese silbernen Accessoires hier haben mich alles in allem 500.000 Yen gekostet, Alter. Sie wollen mich doch veralbern, oder? Was bringt es überhaupt, so viel Glitzerzeug zu tragen? Naja, das, was die Diebe tragen, kostet ein paar Nullen mehr. Aber sie können mich doch nicht dafür verurteilen, dass ich mich wie meine Helden kleide, oder? Oh, diese Typen haben so also einen bestimmten Stil. Ich schätze, selbst Diebe müssen heutzutage en vogue sein. Was machen sie erst seit neuestem? Vorher haben sie sich ziemlich gewöhnlich gekleidet. Aber jetzt sind sie es ausschließlich Topmarken. Wenn man so gut ist wie sie, kann man sich das wohl leisten. Hm, verstehe. Die Bezahlung, die mir angeboten wurde, war ziemlich gut. Ich wusste also schon, dass sie Geld haben. Benutztes Accessoire, Beweisstück erhalten. Okay. Sorry, könnte ich Sie bitten, ein Foto von mir zu machen? Ich muss es auf meinem Chatter-Profil posten. Ich bin etwas zu beschäftigt für sowas, sorry. Tja, das war eine Sackgasse. Vielleicht sollte ich die Senryo Avenue besuchen. Okay. Genau. Dann gehen wir mal wieder hier runter. Warte mal, aber erstmal sammeln wir uns das hier ein. Das rostige Kabel. Das geht auch noch, das matte Aluminium. Und dann... So. Hier mal ganz... Ganz normal hier runter. Oh, hier gibt's auch noch... Sachen, billiger Draht. Sehr schön. Oh, hier waren noch wieder Sachen. Mein lieber Mann hier. Was wir hier nicht alles finden.
So, aber das war's jetzt. Hier geht's runter. Wo sind wir jetzt gelandet? Na egal. Sexy Club. Okay. Kommen wir vielleicht irgendwann mal nochmal vorbei. So. Okay. Ja. Dann gehen wir doch mal da nochmal schnell lang. So. Komm schon, gib Gas. Toll, jetzt haben wir gedacht, der wäre wirklich da, aber das wäre ja auch dann ein bisschen zu einfach gewesen. So. Aber wenn jetzt lauter so Nachäffer sind, dann Brustmahlzeit. So. Okay. Okay, schauen wir mal. Hey, stehen bleiben! Was ist hier los? Ah, guck mal da. Okay, wir treffen uns auf dem Dach. Alles klar. Kusch, kusch, wartet! Waren die beiden nicht in derselben Diebesbande? Verdammt! Hallo. Haben sie diese Typen gerade etwas gestohlen? Ja, die Handtasche einer armen Frau. Mhm. Wirklich? Waren das nicht diese Diebe, die gerade in aller Munde sind? Dachte, die klauen nur von den Bösen. Das ist eine dreiste Lüge, nichts als Propaganda. Wie Sie sehen können, klauen sie alles, was in ihre dreckigen Finger kriegen, böse oder nicht. Das passt nicht zusammen. Diese Typen haben davon geredet, sich an Kamuro Theater zu treffen. Vielleicht kann ich sie dort einholen. Eventuell. Da ist das Theater. So. Komm schon, beeilen wir uns, dass wir keine Zeit verlieren. So. Okay. So, jetzt müssen wir eigentlich schon fast an unserem Ziel sein. Ach, das ist hier wieder, Jetzt gibt's hier Kopfschuss. So. Bam. Okay. Oh, müssen wir wieder hier irgendwo hoch oder so? Ach, das Thema hatten wir ja schon. Ach Mann. Wie ich das hasse. Das ist echt blöd hier gemacht. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, ist ja wieder keine Sau, ne? Ja, genau. Komm mal. Wenn wir hier vielleicht fündig? Genau, war mal. So. Ah, okay. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Zum Dach. Ich würde sagen, wir müssen zum Dach, ne? Ja. Definitiv. So, dann schauen wir mal. Hier muss er sein. Ja. Hier wollten sich die beiden Taschendiebe treffen. Oh. Diese Klamotten, sind sie das? Oh ja, das sind sie. Das sind sie! Puh, das war knapp. Ich habe doch gesagt, dass das eine schlechte Idee ist. Jetzt sind wir einfache Diebe. Ich dachte, wir klauen nur von den Bösen.
Ist das nicht Crows Motto? Das war's vielleicht mal, aber diese Heuchler hält sich ja selber nicht dran. Also warum sollten wir das tun? Hm? Was? Das habe ich im Netz auch gelesen, aber stimmt es wirklich? Naja, habe ich zumindest gehört. Er hat wohl einen Job von einer fetten Firma angenommen und deren Konkurrenz ausspioniert. Sie haben ihm so viel Geld angeboten, dass er einfach nicht ablehnen konnte. Also haben sie den ganzen Batzen Kohle unter den hochrangigen Mitgliedern geteilt, der Rest hat nichts davon gesehen. Was ist mit Chester? Er würde sowas niemals tun, oder? Nie im Leben. Chester ist nicht so. Glaubst du, es stimmt, dass er wegen der Verteilung des Geldes das Handtuch geworfen hat? Kann nicht sein, Mann. Ihm hat nicht gefallen, wie Crow den Laden schmeißt, deshalb ist er weg. Mann, Alter. Aber für mich ist Chester trotzdem ein Idiot. Nur weil man sich selbst als Robin Hood betrachtet, wird man noch lange nicht vom Knast verschont. Was bringt das Ganze also? Stattdessen kann man sich doch einfach was dazu verdienen. Schätze schon. Meinst du, der Rest der Crew weiß, wovon all dem, weiß er von all dem? Die Neuen vermutlich nicht. Die haben Crow sein Gerede abgekauft und glauben wahrscheinlich, dass Chester vermisst wird. Ich sage, wir sollten einfach besser werden und hoffen, dass Crow uns für den nächsten Job einplant. Besser als gar kein Plan, oder? Warte. Scheiße, ich kann das nicht mehr. Ich bin raus. Vielleicht sollte ich mich einfach stellen. Oh, hört sich an, als hätte mein Klient mich an der Nase herumgeführt. Chester wird nicht vermisst. Er ist ausgestiegen, weil seine Truppe von diesem Crow übernommen wurde. Okay. Und wenn ich raten müsste, warum Crow Chester sucht, dann hilft mir nichts Gutes. Dann fällt mir nichts Gutes ein. Ah, Beweisstück gehalten, alles klar. Ich glaube, mein Klient und ich müssen uns unterhalten. Stimmt. Definitiv. Musst du dich mit deinem Klienten unterhalten? Aber das alles werden wir dann erst in der nächsten Episode machen, wenn es dann wieder heißt Judgment. Seid dann wieder mit dabei und wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.